Heute tun wir zusammen Rad einspeichern. Hallo miteinander bei Odus Werkstatt. Wie gesagt, heute tun wir miteinander ein Rad einspeichern. Ich zeige euch, wie ich das mache. Bevor ich aber anfange und bevor ich euch das zeige, geht es mal ein bisschen darum, dass ich euch wieder aufzeige, was für verschiedene Möglichkeiten gibt es überhaupt. Es gibt nicht nur eine, es gibt auch verschiedene Arten, wie wir es wie die Speicher verlaufen soll. Und da schauen wir jetzt an, für da hole ich euch ein bisschen näher. Ich habe hier zwei Räder, einmal Buchmaxi, die klassische Hinterrad, original eingespeicht. Und ich meine, das ist von einem deutschen Töffli, von einem deutschen Zündab, ein Rücktrittrad, beide original eingespeicht, würde ich jetzt behaupten. Und wenn wir die mal genau anschauen, dann haben sie Parallelen, aber auch Unterschied. Als erstes ein Speicher, ich sehe es vielleicht hinten dran besser, bei den gängigen Töffli-Felgen sind dreifach gekreuzt. Es ist immer wieder eine Diskussion, was ist gekreuzt, was ist gehoben. Jeder erzählt sich etwas anders. Mein Wissensstand ist so: gekreuzt heisst er einmal, zweimal gekreuzt, jetzt bei dieser Felge. Hier da sieht man es. Einmal, zweimal, dreimal gekreuzt. Also Kreuzungen redet man, wie viel Mal läuft ein anderer Speicher über oder unter ein anderer, egal ob sie oben oder unten durchläuft, sondern einfach wie viel Mal kreuzen sie. Also das Rad ist 1, 2, 3-mal gekreuzt. Das ist für mich gängig bei Puch und Sachs. Das Rad hat kürzere Speicher, das ist nur 2-mal gekreuzt. Also das ist Punkt 1. Da reden wir von Kreuzen, wie viel Mal läuft ein Speicher über einen anderen hinweg oder unter den anderen durch. Das ist nicht so tragisch, ob unten oder oben durch. Das andere ist, was oft in meinen Augen verwechselt wird, ist, was ist es denn, wenn der Speicher einmal unten durchläuft und einmal oben durch? Gibt es oft, dass es da unten durch und da oben durch geht? Vor allem oft bei älteren Sachs oder ganz alten Töffli, Chilo und so weiter. Die sind oft gewoben worden. Das nennt man Weben. Also wenn es einmal unten durchläuft, einmal oben durch und jetzt theoretisch da wieder unten durch, dann wäre es eine gewobene Felge, wenn sie Speicher in einer Achse bleibt, dann ist es ein nicht gewobenes Rad. Hat aber nichts damit zu tun mit den Kreuzungen. Kreuzungen sind Kreuzpunkte und gewoben ist, ob es oben oder oben durchgeht. Gerade bei der Buchbuch Maxi und so ist mein Wissensstand, dass das hier eigentlich gängig ist. Dreifach gekreuzt, aber nicht gewoben. Was haben wir denn Vor- oder Nachteil für eine gekreuzte oder eine gewobene Speicher? Es ist eigentlich relativ schnell erklärt, wenn ich nicht weben. Also die Speicher läuft eine gerade Linie, kann ich mehr Zug drauf geben. Das Rad ist in sich stabiler, starrer, mag mehr Belastung ausheben, ob es das mehr Leistung ist oder mehr Gewicht. Oder natürlich beides. Webe ich die Speicher, dann würde sie eine Art wie ein S machen. Also sie würden da hinten durchgehen und sie würden nicht geradlinig verlaufen, sondern sie hätten eine Buchung drin. Das bedeutet im Umkehrschluss, in dieser Felge ist mehr Dynamik. Wenn ich fahre mit mehr Leistung oder in ein Schlagloch fahre, dann kann die Speicher mehr arbeiten. Es ist wie so eine verfeinerte Federung, eine Art Federung ist jetzt übertrieben, aber es geht halt in die Richtung, gibt ein bisschen Komfort, es werden Schläge werden aufgefangen. Das ist eigentlich der Gedanke vom Weben. Durch das Weben mache ich das Rad ein bisschen in sich labiler, in sich schafft mehr in sich. Da gibt es einen gewissen Komfort. Ist auf der anderen Seite aber für die Leistung nicht unbedingt optimal. Kann man geteilter Meinung sein, da wird auch viel darüber philosophiert. Mir geht es jetzt einfach eher darum, dass ich euch mal sagen kann, was ist was. Also gekreuzt sind immer die Speicher übereinander, gewoben ist, ob die oben und unten und oben und unten durchgeht. Wir machen das, oder ich mache das meistens, dreifach gekreuzt, aber nicht gewoben. Also auf die Art, wie die Originalbuch Maxi-Felgen ist, auch die Spörtler haben sehr oft und Velux eigentlich ein nicht gewobenes. Die Velux hat eher mal noch ein gewobenes Rad drin gehabt bei den Eltern, wenn man schaut. Gegen den Schluss die Spörtler, die X30 und so eher wieder nicht mehr und Maxi ist eigentlich dann auch nicht mehr. Aber ich habe mich da auch täuschen, da gibt es sicher so und solches. Ich habe aber bestimmt schon beides gesehen von Erstauslieferungen. Also es ist nicht so, dass es ab erst ab Werk nur so oder nur so ausgeliefert worden ist, sondern es ist immer beides im Umlauf gewesen. Sowohl als auch. Gut, also wir machen es dreimal gekreuzt und nicht gewoben. Also ich freue mich jetzt alles und dann sehen wir uns wieder beim Einspeichern, beim ersten Schritt. Also, wie fange ich an einspeichern? Was ich wichtig finde, ist immer, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und das nicht oft macht, nehmt das Rad
zur Hilfe oder machen eins ums andere, wenn es irgendwie geht, irgendein Redleitnähe in die Wohnung eingespeichert ist. Könnt ihr immer wieder auf das zurückschauen. Ich habe jetzt hier ein Rad und wie ihr hier seht, ist das eine Weidmann-Felge mit einer Puchknabe. Also das ist vom Puchsport oder so irgendwas in die Richtung. Und auch da, wie gesagt, ist original eingespeichert, dreifach gekreuzt, aber nicht gewoben. Da könnt ihr euch immer ein bisschen orientieren. Die ganze Einspeicherei vorab, da gibt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Varianten das da gibt. Und es ist schon schlimmer wie bei Religionen, dass da jeder nur seine, oder jeder denkt, dass seine die richtige ist. Ich wollte auch nicht sagen, dass meine die einzige Variante und die Nonplusultra-Variante ist. Sie funktioniert, ich mache es immer so und die werde ich euch mit auf den Weg geben. Ansonsten, ja, wenn es jemand eine andere Variante hat und die funktioniert super, dann soll er es so weiterhin machen. Das ist überhaupt kein Thema. Was ich als erstes immer mache, ist, alle Speicher, die von außen hier gehen. Also es gibt ja immer einen Speicher außen hier und die andere kommt von innen nach außen. Die von innen nach außen kann ich auch bei einem fast fertigen Rad noch gut durchs Loch stecken und dann abdrehen. Hingegen außen hier kann ich nicht mehr abdrehen, weil ich an dieser Speicher hinten anstehe. Also ich mache es erst beidseitig. Jede zweite Speicher ist ja dann da, mache ich innen. Und das ist so parat liegt. Also jede zweite Speicher, ihr seht hier schon, da wird es eng. He? Gut. Warum wird es eng? Das ist vielleicht auch noch das Thema. Das wird eng, weil ich da ein bisschen dickere Speicher genommen habe, als Original. Auch da wieder, man kann ein bisschen mehr Kraft drauf loslassen. Ich nehme immer so ein bisschen die dickere. Also alle von außen, die reingehen, die Speicher tue ich jetzt rein. Das ist jede zweite. Das sind 18 Speicher beidseitig. Die tue ich rein. Und das ist mein erster Schritt. So, wie gesagt, alle, die von außen hier kommen, tun ich rein. Es gibt auch Leute, die einfach generell alle Speicher mal drin tun. Mit dem komme ich irgendwie nicht so klar. Wie gesagt, wenn ihr eine Variante habt und sie funktioniert für euch, macht sie so, bleibt bei dem treu. Nehmen wir gerne etwas ein bisschen unter die Nebe. Wenn ich Dach schon drin habe, wie jetzt hier, dann könnt ihr da wirklich das Ganze so drin tun. Also, wir haben hier die oberen Speicher, die unteren Speicher. Die unteren tue ich etwas verteilen, die oberen nehme ich oben ab, so dass ich den Felgenring eigentlich zwischen drin lege. Also, alle Speicher, die oben sind, kommen oben. Alle, die unten sind, sind unter dem Rad. Das ist doch mein erster Schritt. Wenn ihr da jetzt irgendeine verpasst, dann nehmen wir nachher unter Umständen das halbe Rad wieder auseinander, weil der irgendwo eingeflochten ist. Und dann bringen sie nicht mehr an den richtigen Ort. He? Darum mache ich das so. Hat sich bis jetzt bewährt. So. Also. Haben wir auch. Jetzt geht es darum, wo gehen die hin. Ich nehme jetzt da wieder das Rad zur Hilfe. Eben, wie gesagt, nehmt das immer her, dann könnt ihr kontrollieren. Wir gehen jetzt hier runter. Also wir gehen hier runter. Die Speicher muss dann hier führen. Die geht dort führen. In den Nippel. Bei den Nippel seht ihr immer, es hat immer einen, der schräg gegenschaut, einen schräg gegeben, einen schräg geführt, einen auf die andere Seite geführt und der kommt wieder der gleiche. Jeder vierte Nippel ist immer gleich. Und da fangen wir irgendwo an. Also der geht da hinten in das Loch. Da kommt die erste Speicher. Oder der erste Nippel drauf. Dann jeder vierte. So gehe ich jetzt rundherum. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn ich einmal rundherum bin.
Ich bin bereits schon den letzten Zug. Wie gesagt, als erstes alle von ihnen raus eingefädelt. Das habt ihr gesehen. Das habe ich beidseitig gemacht. Ansonsten geht es nachher ganz einfach weiter. Ihr könnt nachher die Speichen immer von innen her rausfahren. Das ist das, was ich gemeint habe. Die inneren rausgehen immer, aber außen rein, wenn ich das von außen rein wollen, probieren würde. Wisst ihr, was ich meine? Da ist nichts mehr mit abdrüllen. Darum zuerst die von außen nach innen. Und wenn die alle drin sind, sind 18 Speicher, könnt ihr jeden einzelnen von innen raus ganz bequem einfädeln. Es hat hier Luft. Wenn ich vergessen habe, zeige die Nippel einfach so anschrauben, dass es hebt. So zwei, drei Gänge. Aber nicht mehr, damit ihr Luft im ganzen Gebälk rein habt. Und so könnt ihr bis zu den letzten Speichen, darum ist mir jetzt wichtig, dass ich euch am Schluss mitnehme, das geht bis zu den letzten Speichen ohne es würgen. Jetzt haben wir da gerade schon eine, die zu wenig angezogen war. Da passiert, wenn wir es zu wenig anziehen, passiert mir mindestens 10 Mal pro Rädchen. Ist nicht weiter tragisch, ist einfach immer mühsam, wenn wir es nachher mal zusammensuchen. Aber wo haben wir jetzt da die losen Speicher da? Die letzte. Also ihr könnt wirklich bis zu den letzten Speicher ohne würgen das Ding zusammenbauen. Müsst ihr irgendwann anfangen zu würgen und knarzen, dann stimmt etwas nicht. In eurer Reihenfolge oder wenn ihr es eingespeichert habt, dann bestimmt nicht. Immer die Köpfungen kontrollieren, gehen sie gleich raus. Oder in die Laufrichtung rauf, Laufrichtung gegen hinten, Laufrichtung gegen oben hinten, Laufrichtung gegen vorne, unten dran und so weiter. Wie gesagt, immer das alte Speicherrad nebenzu haben, wenn ihr es nicht macht, oder macht vorher Fotos nicht genug, wenn ihr es nicht könnt, dass ihr es könnt, eins nebenzu lassen könnt. Das ist mein Ratschlag. Wie gesagt, immer zuerst von innen nach außen, die selber super spannen, beidseitig, und von außen nach innen, ich muss noch richtig erzählen, von außen nach innen alle einfädeln, damit alle 18 Speicher rein, das super auffächern, die super einfahren, nachher kann ich von innen nach außen jede Speicher einzeln einfahren. Es kommt nicht mehr darauf an, in welcher Reihenfolge. Und dann habe ich das Rad so weit zusammen. Es hat logischerweise so in Luft in sich. Da muss es auch haben. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Der nächste Schritt, den ich mache, ist mit, ich mache es mit dem Akku. Schraube all die Nippel so weit rein. In der Regel, wo die meisten Räder, die ich bis jetzt gemacht habe, ist es so, ihr könnt die eindrehen, bis ihr mit dem Bit an den Speichern ansteht. Ich mache noch mal schnell eins. Übrigens, wichtig ist bei so etwas, dass ich nicht wieder den Fehler mache, immer schauen, wo ist das Ventilloch. Dort fange ich an, dann komme ich nie in Petrouille, wo bin ich gewesen. Ich arbeite immer vom Ventilloch wieder zurück zum Ventilloch. Also, ich schraube da so weit rein, bis es mir eigentlich, bis ich den Nippel rein dran sehe. Das mache ich jetzt rundherum. Und nachher habe ich bereits schon Grundspannung. Tun Sie nicht zu weit, die Trüllen, sonst ist nachher das Ganze so dezentral, dass ihr nachher beim Zentrieren und beim Ausrichten vom Rad unglaublich viel Mühe habt. Ich tue jetzt das alles rundum so weit reinschrauben, dass wir eine leichte Spannung haben, und dann schauen wir es zusammen noch das Zentrieren und das Ausrichten an, weil das ist noch der nächste schwierige Punkt. Das andere ist jetzt eine Fleissarbeit, das mache ich jetzt, für das müssen wir nicht zwingend die ganze Zeit zuschauen. Jetzt sind wir beim letzten Arbeitsschritt. Was habe ich gemacht? Wie gesagt, mit der Akrobaumaschine aussen zuerst die Schräubchen so weit rein, wie es gegangen sind. Dann haben die Speicher noch Spiel gehabt. Als nächstes mit dem Felgenschlüssel, Speicherschlüssel, alle Speicher leicht angezogen. Also nur so, dass sie einfach keine mehr gelötterlert haben, dass sie eine saubere Spannung drauf haben. Im zweiten Schritt das Ganze mehr angezogen. Angefangen zu spannen, wie sie jetzt sind. Dabei schaue ich immer wieder nach jedem Schritt, wie zentriert ist das Rad und wie gerade läuft das Rad. Wenn ihr einfach auf Teufel komm raus, zuerst einmal gerade die Oben schon reinklopft und schon von Anfang an anziehen, wie wahnsinnig, dann ist die Gefahr halt riesig, dass ihr auf die selbe Seite zieht, wo ihr zuerst die Oben anzieht. Und danach ist alles so dezentral und dann habt ihr einen riesen Keu nachher. Darum zuerst nur leicht, lieber 3-4 Mal rundherum, wie gesagt, immer angefangen beim Ventilloch, dann wisst ihr immer, wo ihr angefangen habt, immer rundherum, nächste Runde, ich bin jetzt 3 Mal rundherum mit anziehen, zuerst ganz leicht, dann ein bisschen mehr und am Schluss jetzt noch Zug drauf gehen. Und jedes Mal schaue ich eigentlich, wie gerade ist das Rad. Entweder hinter einem wirklich Einspeichbock, wo ihr das alles super schauen könnt. Ich mache es so, Schrauben super drauf, die ist jetzt auf der hinteren Seite, da rein könnt ihr super drüllen im Schraubstock und das reicht eigentlich auch für gelegentliche. Das eine, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir dazu da, wo noch ein verschweißtes Felgenring hat, einen Schlag drin. Da können wir eigentlich nicht viel machen. Sehen das da?
Ansonsten ist er eigentlich recht gut, was das Zentrum ist. Was nicht gut ist, er hat hier noch eine Höhe dazu, geht er kurz rauf und dann geht er da hinten wieder ab. Also da ist er zu tief. Das heisst, ich muss die oberen Speicher hier anziehen. Mit dem richtigen Schlüssel wäre noch gut. Also jetzt ziehe ich die oberen Speicher an, um ihn hier ein bisschen anziehen. Immer nachziehen und nicht irgendwie das Gefühl haben, löse es hier unten. Das ist immer schlecht. So bauen wir nochmal ein bisschen mehr Zug auf das ganze Rad auf. So, also wenn wir das Glück haben, ist er jetzt dort schon ein bisschen gekommen. Hier ist er ein bisschen höher, hier ist er ein bisschen höher, hier geht er runter ein bisschen. Hier ist er noch tiefer. Was ihr seht, ich muss auch nicht viel machen, ist jetzt auch ein neuer Felgering. Sollte man eigentlich nicht müssen, bei einem neuen Felgering da viel machen. Bei den Älteren ist es eher so, dass sie vielleicht mal einen Höherschlag haben und den so rausnehmen müssen. Das ist einfach eine Geduldssache. Also das Ganze jetzt bis dahin bin ich schon eine Stunde dran. Und unterschätzt das bitte nicht, nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich habe das schnell gemacht. Nur weil es bei mir im Video vielleicht ein paar Minuten geht. Das Ganze geht schon ein bisschen länger. Also, jetzt ziehen wir das Ganze so raus, bis ich eigentlich die Höhe da, ich könnte hier aufs Kralle schauen, bei mir so ein Winkel. Da bin ich noch ein bisschen hoch. Ansonsten ist eigentlich der Tip-Top-Sniper, da geht es kurz rauf. Das heisst, da ziehen wir jetzt noch die unteren an. Selbe Spiel mit den unteren Speichen. Immer so eine halbe Umdrehung, dann wieder schauen, eine halbe Umdrehung, wieder schauen. Manchmal merkt man es gerade auch, jetzt die Fälle, Speicher ist noch ein bisschen los. Ich ziehe jetzt ein bisschen mehr an. Da ist vielleicht auch der Grund, dass sie etwas tiefer war. So. Gut. Ich schaue jetzt nochmal rundherum. Und dann sehen wir uns schon bald beim Fertigmachen. Ich habe es jetzt vollbracht. Hinter uns Vorderrad ist schon fertig. Vordere haben wir jetzt miteinander gemacht. Wie gesagt, es braucht einfach Geduld. Es braucht ein bisschen Zeit. Super Vorbereitung, nicht murksen. Und die Methode, die ich euch jetzt zeige, funktioniert wirklich nur, wenn ihr es nicht webt. Wenn ihr es nicht webt, dann müsst ihr da tiefer in der Materie sein, weil ihr ja dann die Speicher miteinander einfahren, damit ihr es übereinander ausbringt. Das funktioniert nicht auf diese Art. Ich bin aber der Meinung, dreifach gekreuzt und nicht geworben ist eigentlich, gerade wenn ihr ein bisschen leistungsstarkere Töffel oder so macht, das Bessere, weil es halt wirklich auf Zug funktioniert. Ihr könnt so ein bisschen mehr Zug auf das ganze Rad geben. Es schafft halt in sich einfach weniger. Kann man aber geteilter Meinung sein, aber so gibt es zumindest mal eine Möglichkeit. Nicht gewoben, dreimal gekreuzt. Zweimal gekreuzt funktioniert natürlich auf die gleiche Art. Nur muss dann der Winkel für den Speicher halt anders gemacht werden. Wie gesagt, nehmt einfach eins an und ihr könnt abschauen. Das ist immer die beste Alternative. Wir sind jetzt aber so weit, dass jetzt alles bereit ist für das Buch Maxi N. Ich habe hier einen ganzen Haufen Teile. Ich freue mich unglaublich darauf, um das endlich zusammen zu sehen. Da werden wir nächsten Mittwoch machen miteinander. Wir bauen das Ding zusammen. Und dann schauen wir mal, wie das gesamthaft wirkt mit all diesen Bling-Bling-Sachen. Sind gespannt drauf. Ich bin es mal schon ganz gross. Und ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Wie gesagt, lasst das Abo da. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Und dann, wie gesagt, schauen wir das Ding einmal zusammen. Als erstes, um das Ganze gross zu sehen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss miteinander.